Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Und heute eine Frage von Andreas. Und man sieht, die Fragen sind so mannigfaltig. Auch diese Frage hatten wir in der Form noch nicht. Und sie ist gar nicht so schlecht und ist vielleicht auch vom ein oder anderen verzweifelten Biofilter-Erweiterer angedacht worden. Darum trage ich die auch gerne vor. Hallo Herr Kammer, ich hätte eine Frage zur Biofiltererweiterung. Sie erwähnen in Ihren Blogs, dass Erweiterungen meistens über separate Behälter außerhalb des Teiches stattfinden. Kann man das gleiche oder annähernd gleiche Ergebnis erzielen, wenn ich Helix in Filtermaterialbeutel direkt in den Teich hänge? Was müsste man hierbei beachten? Vielen Dank, Gruß Andreas. Ja, Andreas, es geht bei dem Filtermaterial immer wieder um die Anströmung. Und es ist natürlich klar, den Bakterien, denen ist es zum einen egal, auf was für ein Material sie sich ansiedeln, denen ist es auch relativ egal, wo sie hängen. Wichtig ist nur, dass natürlich das, wovon sie leben, dort auch ankommt, das heißt Ammonium bzw. Nitrit. Und da geht es immer wieder um die Anströmung. Und das ist das Problem, was ich immer wieder sehe, wenn Filtermedienbeutel im Teich hängen, dass wenn die mal 2-3 Wochen da drin sind und man bewegt sie ein bisschen, dann kommt ein Riesendreck raus. Ja? Also die Anströmung dort ist wirklich miserabel und man kann jetzt auch nicht, würde man jetzt sagen, okay, dann nehme ich meinen Ausströmer, der in den Teich geht und ströme da direkt drauf, dann würde ich mir natürlich die Strömung im Teich killen, dann hätte ich wieder einen sehr schlechten Schmutzabtransport. Wenn ich mit Luft arbeite, wird man relativ schnell merken, dass Luft alleine auch kein wirklich gutes Ergebnis erzielt, was die Anströmung angeht. Und da würde sich dennoch jede Menge Schmutz im Filtermaterial ansammeln. Dann hat man natürlich auch das Problem, dass da nicht nur Ammonium und Nitrit ins Filtermaterial kommt, sondern auch der Kot der Koi. Und da ist es natürlich nicht in geringen Mengen. Und das würde wiederum dazu führen, dass auf dem Filtermaterial nachher die autotrophen Bakterien, die Ammonium und Nitrit bakteriell oxidieren, mit heterotrophen Bakterien, die eben für so Schmutzabbau zuständig sind, konkurrieren. Und die heterotrophen Bakterien für den Schmutzabbau sind wesentlich konkurrenzfähiger als die autotrophen auf Nitrit und Ammonium spezialisierten. Warum ist das so? Ganz einfach, Ammoniumnitrit hat keinen Kohlenstoff, ist also anorganisch. Das heißt, die Bakterien, die das verstoffwechseln, müssen sich aus der Wasserhärte oder aus einer sekundären Kohlenstoffquelle, müssen die den Kohlenstoff beziehen. Das ist ein relativ energieaufwendiger Prozess, wohingegen die heterotrophen Bakterien an einem gedeckten Tisch sitzen. Sie verstoffwechseln organisches Material, wo der Kohlenstoff praktisch, nicht praktisch, sondern sofort mit dabei ist. Und das ist vom Energieprozess wesentlich effektiver. Also das würde auch noch dazu führen. Dann hätte man das Problem, wenn es oben nicht dunkel abgedeckt ist, ist natürlich der obere Teil des Filtermaterials, würden sich auch keine Bakterien ansiedeln, die würden praktisch vom Sonnenlicht permanent desinfiziert, also diese Bakterien sind lichtempfindlich. Also kurzum, man kann sowas tun, aber nur dann, wenn man jetzt gerade, so wie du hoffentlich bald, einen Biofilterumbau macht, dass man sagt bei einer bestehenden Anlage, okay, wie gehe ich jetzt die nächsten 2-3 Wochen vor, was mache ich mit meinem Filter, wenn der abgeschaltet werden muss. Viele Leute stellen dann die Fütterung ein, wenn es die Jahreszeit erlaubt und sagen, ich hänge mein Filtermaterial in den Teich, dann ist es feucht, dann kriegt es natürlich noch das Ammonium ab, was die Fische auch während der Diätzeit abgeben. Somit sterben die Filterbakterien nicht ab und dann wird es umgesiedelt wieder in den normalen Filter, wenn der Umbau fertig ist. Also so eine Zwischenlösung oder als Zwischenlösung ist es durchaus geeignet, aber sicherlich nicht als Komplettlösung. Da gibt es viele, viele Gründe, die da dagegen sprechen würden. Aber danke für die Frage, auch wieder interessant und vielleicht für den ein oder anderen Gleichdenkenden wie du Anlass, es vielleicht doch besser zu lassen und sich auf einen Umbau zu konzentrieren. In diesem Sinne, wenn Ihnen der Blog gefallen hat, liken Sie ihn. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Dankeschön.